Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Mini-Podcast. Am 9.12. haben wir ja einen festen Stream. Ich sag fest, weil ich ab und zu das auch spontan mache, das ist aber wirklich selten die Ausnahme. Und wenn ich vorhersehen kann, dann und dann habe ich Zeit, dann blockiere ich mir das. Diesmal hat es geklappt und das ist der 9.12. Und da freue ich mich drauf. Stellt schon mal das Bier kalt, holt euch eine Buddel rum. Keine Ausreden nachher im Chat. Ich hab nix hier, das will ich nicht hören. Ich müsste es natürlich nicht übertreiben, ist ja logisch, sind alle erwachsen hier. Der Stream wird auf Twitch laufen, aber wenn ihr auf YouTube die Benachrichtigungen angemacht habt, ihr seht diese kleine Glocke neben dem Abonnenten-Button, dann werde ich einmal alle Abonnenten anstupsen, beziehungsweise ich werde einen Stream online stellen auf YouTube. Wenn ich das technisch schaffe, da wird einfach nur ein Bild zu sehen sein und auf diesem Bild wird stehen, ich bin da und da, kommt dahin. Und wenn ihr eben die Benachrichtigungen anhabt, dann kriegt ihr eine E-Mail und dann steht da drin, zuerst ist Afterwork ist am Streamen und das Bild wird euch dann angezeigt. Dann wisst ihr, es geht los. 18 Uhr habe ich mir gesagt und Open End. Mal gucken, wie gut es läuft, mal gucken. Wenn da nur zwei Leute da sind, die nach einer Stunde abhauen, ja, dann ist das so. Dann habe ich früher Feierabend und kann zurück zu meinem SNES Mini. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr zahlreich erscheint und dass wir vielleicht sogar etwas zusammen spielen können. Ich werde natürlich irgendetwas vorlegen und ja, mal gucken, wer von euch kommt. Und dann schauen wir mal, was wir zusammen machen können. Wenn wir auf dem PC spielen, haben wir zum Beispiel Heroes of the Storm. Das kostet nichts und da ist für jeden was dabei. Wir hätten Fortnite Battle Royale. Das kostet auch auf der PlayStation 4 nichts. Es braucht auch kein PlayStation Plus und nicht. Ich bin kein besonders guter Shooter-Spieler mit Controllern. Also wäre ich eher auf eure Hilfe angewiesen. Aber wir werden sehen, was wir machen. Ich hoffe einfach nur, dass wir schön miteinander klönen können über irgendwelche Themen, die gerade so anfallen. Oder wir spekulieren über Dark Souls Lore. Das wird sich aber alles zeigen. Das machen wir ganz spontan. Da will ich jetzt gar keinen Plan festlegen. Das würde nicht funktionieren. Spontan ist immer am schönsten. Kommen wir also zu Activision zurück. Die haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche für einen schönen Shitstorm gesorgt, indem sie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben mit einem äußerst schäbigen Patent. Mit Call of Duty World War II möchte Activision uns allen aber beweisen, dass sie genau die Arschgeigen sind, für die wir sie gehalten haben. In der Multiplayer-Lobby von dem Spiel, einem Social Hub könnte man sagen, könnt ihr jetzt andere Spieler dabei beobachten, wie sie ihre Lootboxen öffnen und dabei soll euch der Neidstift so richtig abgehen und euch vielleicht dazu animieren, selber Lootboxes zu kaufen. Das ist natürlich ätzend und der ein oder andere sagt, jetzt guck doch weg, guck doch nicht hin. Ja, wäre natürlich schön, wenn man das einfach mal wegblenden könnte, aber leider Gottes kriegt man fürs Zugucken, wie andere Leute ihre Lootboxen öffnen, Erfahrungspunkte in einem Social Meter und je höher euer Social Meter ist, desto geileren Zeug kriegt ihr aus den Lootboxen raus. Also, um das Ganze nochmal irgendwie festzuhalten, nehmen wir mal an, ihr habt euch gerade von einer Lootbox-Sucht erholt und kauft euch aus irgendeinem Grund World War II, warum man auch immer das tun sollte, werdet ihr von anderen Leuten begrüßt, die das Öffnen der Lootboxen euch volles Roll in die Fresse reiben und oh, guck mal, was ich aus meiner Box gekriegt habe. Das könntest du jetzt auch ziehen, wenn du dir eine kaufst. Und hier hast du ein paar kostenlos. Und je mehr du öffnest, desto geiler ist der Loot. Das ist natürlich ziemlich pervers, eine sehr perverse Angelegenheit. Und was das natürlich auch bedeutet ist, dass die ersten Lootboxen, die ihr öffnet, unter Umständen sehr viel schlechter sind. Was dem Ganzen wieder einen neuen Meta-Level hinzufügt. Jetzt gibt es nicht einfach nur Lootboxen, nope. Jetzt gibt es das Social Level. Und je geiler euer Social Level ist, desto toller sind die Lootboxen. Denn beschissenes Social Level, ja, scheiß die Wand an. Dann zieht ihr eben nur den totalen Müll daraus. Also stellt euch in die Lobby und guckt Leuten beim Öffnen zu. Daumen hoch von mir. Das hat Activision wieder richtig geil hingekriegt.
kannst kaum noch erwarten, was als nächstes bei dir kommt. Einziges kleines Trostpflaster. Noch ist der ganze Scheiß kosmetisch. Es gibt natürlich auch sowas wie Erfahrungsbooster da drin. Aber wartet's ab. Wir reden hier bei Activision, ja? Wartet's ab, gebt den ganzen, lasst mich schätzen, 3-4 Monate. In 3-4 Monaten kommen die ersten Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus dieser Lootbox. Es gibt das Argument, es ist ja nur Kosmetik. Es beeinträchtigt nicht dein Spiel, aber da stelle ich mich dagegen. Ich finde, das stimmt so nicht. In Multiplayer-Spielen ist wirklich das Auftreten des Charakters, den man erstellt hat, für viele extrem wichtig. Man möchte sich irgendwie auf bestimmte Weise präsentieren. Und wenn man das nicht kann, hat man eine andere Spielerfahrung als jemand, der seinen Charakter wirklich aufs Schärfste aufgepimpt hat. Das ist auch eine psychologische Sache. Ja, man hat einen krass aufgepimpten Avatar durch die Gegend rennen. Man fühlt sich auch ein bisschen besser und man geht auch ein bisschen selbstbewusster in die Zweikämpfe rein. Oder ins Headshotten, oder ins Teabagging, oder was auch immer man im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber kosmetische Gegenstände spielen eine enorme Rolle. Ganz besonders bei Spielen wie zum Beispiel Overwatch, wo es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, um sich von anderen Charakteren zu unterscheiden. Ähnlich ist es auch bei Destiny. Ab einem gewissen Niveau sehen fast alle gleich aus, weil fast alle Klassen den gleichen Loot tragen. Und man will sich ein bisschen hervorheben. Und dann muss man bei Destiny eben in die Kiste greifen und Shader kaufen. Das Ganze zweimal, weil einmal kaufen reicht nicht, um eure Ausrüstung einzufärben. Und bei Overwatch hofft man natürlich darauf, dass man einen Skin kriegt für einen Charakter, den man spielt und dass man vielleicht noch einen bestimmten Skin kriegt. Man kann nicht gezielt beigehen und einfach nur einen Skin kaufen. Ich bin so weit, dass ich das sogar machen würde, wenn die mir sagen, hier, für 1 Euro kriegst du diesen Anzug, würde ich direkt kaufen, weil ich auch denen abnehme, dass das viel Arbeit ist, gerade bei einem aufwendigen Spiel wie Overwatch, wo die Grafik ja doch gar nicht so schlecht ist und die Kostüme auch immer eine Modelveränderung sein können, nicht einfach nur andere Farbpaletten, sondern schon ein Remodeling, dass das kostet Zeit, das kostet Arbeitskraft. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass das nicht alles umsonst kommt. Das Spiel lebt über einen langen Zeitraum und muss natürlich Geld wieder einspielen. Das kostet monatlich nichts. Ich verstehe, dass das Kosten verursacht. So doof bin ich nicht, dass ich mich da hinstelle und sage, das geht gar nicht, was ihr hier macht. Ich will alles umsonst haben. Das ist so ein Service, das kann ich nachvollziehen, dass da Geld immer wieder nachfließen muss. Ich finde nur, dass die Lootbox an sich nicht das richtige Modell dafür sein sollte. Es ist einfach zu gefährlich für Spieler und Teenager und Leuten, die sich vielleicht nicht ganz unter Kontrolle haben. Und es ist auch ein bisschen unfair. Es ist halt ein bisschen unfair. Ich habe viele legendäre Overwatch-Skins von Charakteren, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Die werde ich niemals spielen. Punkt. Die Paris Games Week kam und ging. Ich habe darüber ja ein bisschen was berichtet. Gerne hätte ich da sehr genau drüber berichtet. Ich hatte mir damals vorgestellt, ich nehme mir die neuen Spiele, die Trailer und das Videomaterial, was es dazu gibt und kommentiere das, sag meine Meinung dazu, bis ich festgestellt habe, Mann, da ist einfach so viel Schrott dabei, darüber will ich gar nicht reden. Den Sachen will ich überhaupt gar keine öffentliche Zeit zuschreiben und deswegen habe ich das Ganze in einem 15-Minuten-Video verwurstet. Worauf ich mich aber extrem freue, ist der Dienstag, da kommt nämlich der DLC für Horizon Zero Dawn raus für 20 Euro. Und die 20 Euro, die lege ich lachend auf den Tisch. Was für ein fantastisches Spiel. Unglaublich toll. Der DLC bietet knapp 15 Stunden und bringt neue Techniken mit sich. Also Guerrilla Games hat sich technisch verbessert und das soll man deutlich zu sehen bekommen, obwohl es die gleiche Engine ist, ne? Darauf bin ich gespannt. Also ich habe zum Beispiel mitgekriegt, das Motion Capturing ist deutlich verbessert worden und ist in den DLC-Bereich eingebaut worden. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil ich hatte nie das Gefühl, dass es schlecht ist. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich immer ziemlich begeistert, wie die Charaktere, was sie für Ausdrücke hatten. Jetzt soll sich das noch verbessert haben. Ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Wenn Monster Hunter rauskommt, dann werde ich wahrscheinlich gekündigt, werde arbeitslos,
Mal schauen, wie ich diese Zeit überleben soll. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Kommen wir jetzt zu relativ schlechten Nachrichten. Ihr habt das sicherlich alle mitgekriegt. Es ist auch schon etwas älter, dass Andrew House Sony PlayStation als CEO verlassen hat und durch John Codera jetzt ersetzt worden ist. Was jetzt aber neu ist, ist ein Artikel, der auf DualShockers aufgetaucht ist, der mehr oder weniger beschreibt, dass Sony tiefer in das Microtransactions-Business eintauchen möchte. Ich packe euch die Links in die Beschreibung und ihr könnt sie in der Reihenfolge durchlesen, wenn euch das genauer interessiert. Was das jetzt bedeutet, man kann nur spekulieren, aber vermutet, dass die First- und Second-Party-Spiele, die in der Zukunft auf der Sony-Plattform erscheinen, wahrscheinlich stärker Microtransactions, vielleicht sogar auch Lootboxes haben werden. Bis jetzt blieben wir davon ja stark verschont. Uncharted hat Microtransactions, ja, und The Last of Us auch, allerdings immer nur der Multiplayer. Wer weiß, wie das jetzt in der Zukunft sein wird. Wird Bloodborne 2 Lootboxes haben oder Microtransactions? Einen erzwungenen Multiplayer-Modus? Ich weiß es nicht, das wird sich alles zeigen, wie stark vielleicht der Einfluss sein wird von Sony auf die Second-Party-Produktion, also sprich, wenn FromSoft etwas für die entwickelt, mit deren Geld aber eben als eigenständiges Studio. Sehr besorgniserregende Nachrichten. Wir hatten bis jetzt ein gutes Leben auf der Konsole, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Die Exklusivspiele für die PlayStation, auch jetzt Horizon Zero Dawn mal wieder, völlig frei von Microtransactions oder ich sag mal, die sind teilweise da. Bei Horizon fällt mir das jetzt nicht ein, ich glaube, da sind keine. Oder sie waren bis jetzt immer in sehr schwachen Ausführungen vertreten. Und das war toll, man konnte wirklich auf die verzichten und hat sie wirklich nur dann gekauft, wenn man explizit ganz tief in dem Spiel drinne steckte, emotional damit irgendwie verbunden war und unbedingt mehr haben wollte oder besser werden wollte in irgendetwas oder anders aussehen wollte. Na, mit dem neuen CEO soll das System weiter vorangetrieben werden, mit mehr Optionen für diesen Markt der Microtransactions. Mit diesen nicht so schönen Nachrichten lasse ich euch jetzt allein. Es gibt natürlich die Hoffnung, dass das nicht so kommen wird, aber Andrew House, ich glaube, er hat seine schützende Hand noch darüber gehalten. Er ist aus der alten Generation, sage ich mal. Er hat das Ganze mit aufgebaut. Er weiß noch, wie toll Spiele sein können ohne diesen ganzen Bullshit. Und jetzt, wo der Neue reinkommt, denke ich, wird die Wende dort kommen. Vergesst niemals, dass wir als Verbraucher auch Kraft haben, indem wir etwas nicht kaufen. Wenn wir der Meinung sind, das Spiel ist reinste Abzocke, dann kauft es nicht. Gutes Beispiel Battlefront 2 oder Call of Duty World of War 2. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, meine Freunde. Ja, die letzte Nachricht ist nicht so schön, aber dafür war die erste klasse. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.